Heute ist der 19. März 2024, Dienstag. Ich war gestern am 18. in der Münchner Innenstadt, und zwar genauer gesagt im Tal. Das ist eine Straße direkt im Zentrum, also nicht weit vom Marienplatz. Und das Hofbräuhaus ist ja vielleicht 200, 300 Meter entfernt. Also viele Touristen, viele Leute sind da. Schöne Gasthäuser und alles Mögliche. Und da war früher in dieser Straße im Tal eine Filiale von Konrad Elektronik. Und die ist seit November 2022 geschlossen. Ich habe im März letzten Jahres da auch schon Aufnahmen gemacht von der leerstehenden Filiale. Und gestern, wie gesagt, wieder vorbeigegangen, wieder Aufnahmen gemacht. Es hat sich immer noch kein Nachmieter gefunden. Ich bin erstaunt, es ist Top-Lage, viele Touristen, viele Leute, die da vorbeibummeln, und es gibt keinen, der das übernehmen will als Geschäftsraum. Ich habe vor kurzem schon mal über eine Schlecker-Filiale in München berichtet, über eine leerstehende, also es ist sogar noch das Schlecker-Schild drüber, und das steht ja, glaube ich, seit über 10 Jahren leer. Da ist die Lage zwar nicht so toll, aber offenbar gibt es niemand mehr, der irgendwie ein Geschäft aufmachen will. Nicht mal in bester Top-Lage. Ich finde, das ist sehr aussagekräftig. Und ich habe noch ein paar andere interessante Sachen gesehen. Vielleicht mache ich noch ein paar Filme drüber. War gestern sehr interessant in München. Schönen Tag noch. Ciao.